Ja! Wieder mal gedroppt das Ding, Digga. Alter, es ist so eine geile Klasse, Digga. Ja. Goldene Deal, goldene M4. Jungs, einfach nur fucking geil. Uhuhu. Nuke. Bam, Digga. Der Hype ist real. Sind wieder am Start für euch, Freunde. Heute mit einem Class-Setup. Ist mein erstes Class-Setup. Und ich habe auch vor, weitere Class-Setups zu möglichst allen Waffen hochzuladen. Also falls ihr die dann in Zukunft nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Fangen wir auch instant an heute mit der M4A1. Und zwar, was haben wir auf der M4? Ich habe auf der M4 den GI Mini-Rotpunkt, den Predator-Lauf, den Söldner-Vordergriff, das 50-Schuss-Magazin und das gummierte Griffband. Extra habe ich keins drauf, auch wenn Extras sehr nice sind in Modern Warfare, da sie keine Nachteile haben. Aber wenn ihr den Spezialistenbonus in eurer Klasse ausgewählt habt, dazu kommen wir dann auch gleich noch, dann bekommt ihr sowieso mit dem Erreichen des Spezialistenbonus jedes Extra auf der Waffe. Von daher, wenn ihr hier ein Extra auswählen würdet, würdet ihr einen Aufsatz verschwenden. So, gehen wir rein in die Aufsätze. Ich habe auf meiner M4 den GI Mini Rotpunkt ausgerüstet, da er mir einfach die beste Klasse bietet und die Zielfernrohrgeschwindigkeit am geringsten einschränkt. Sowieso sehen alle anderen Visiere eher krebserregend aus, als dass sie mir beim Ein-Aim bzw. Schießen auf den Gegner helfen würden. Mini-Reflexvisier Kronen ist dann noch eine Alternative, habt ihr von Anfang an freigeschalten. Bis ihr den richtigen Mini-Rotpunkt freigeschalten habt, könnt ihr das auch verwenden. Laser habe ich nicht auf dem 4, braucht man denke ich nicht auf einer AR, schießt man sowieso die meiste Zeit im Aim und nicht aus der Hüfte. Gehen wir in den Lauf rein. Predator habe ich da ausgerüstet, hat einen Schalldämpfer integriert, richtig sicke Sache. Also ihr schlagt hier einfach mal zwei Aufsätze mit einem auf eurer Waffe und besser geht's denke ich nicht, muss ich sagen. Falls ihr den noch nicht habt, Kommando drauf, Predator erhöht zudem die Zielfernrohrgeschwindigkeit, wichtige Sache auf jeden Fall. Der Nachteil der Kugelschnelligkeit ist hier nicht zu beachten, da die Kugeln sowieso richtig schnell fliegen und das juckt dann eher weniger. N-Bomb, Unterlauf. Söldner Vordergriff, wieso dieser Griff und kein anderer? Weil dieser Griff einfach am meisten Rückstoß von der Waffe wegnimmt. Ganz einfache Begründung. Zielfernrohrgeschwindigkeit schlägt der Griff dann natürlich auch ein bisschen drauf. Muss ich aber sagen, mit der M4, so wie ich sie ausgestattet habe, kann man noch schnell genug ins Aim gehen, um andere Leute mit einer MP zum Beispiel trotzdem zu outgunnen. Zusätzlich habe ich dann noch das 50-Schuss-Magazin auf der Waffe. Weil ich einfach, vor allem im Modus Bodenkrieg halt, wenn ich auf Dächern stehe, mehr Muni brauche und nicht immer zu den Munikisten rennen kann. Ich habe zwar auch Muni mit, trotzdem mit mehr Muni im Mag und sowieso zum Nachladen ist man dann immer besser bedient. Man kann auch 60-Schuss-Magazin spielen, muss ich aber dann sagen, ist die Zielfernrohrgeschwindigkeit dann doch vielleicht ein bisschen zu niedrig, deswegen spare ich mir da die 10 Kugeln. Als Griffband habe ich das gummierte Griffband ausgewählt, noch weniger Rückstoß auf der M4. Alternative ist das gemusterte, falls man dann doch ein bisschen die Zielfernrohrgeschwindigkeit ausgleichen will. Aber man sieht es hier an dem grünen Strich, das gummierte Griffband bringt nochmal einiges an Präzision an die Waffe ran. Das war's mit der Primärwaffe, jetzt geht's weiter mit der Sekundärwaffe, habe ich die Deagle ausgewählt, falls ihr die Aufsätze so kopieren wollt. Sind auf jeden Fall auch richtig sick, falls man dann nochmal keine Muni mehr hat, kann man mit der Deagle einfach weiter auf seinen Streak gehen und versuchen wieder an Muni ranzukommen. Funktioniert richtig gut so, die Waffe, genau. Jetzt zu den Extras, habe ich ausgewählt KRD, Hardliner und Kampfgestillt. Wieso Hardliner und nicht Geist? Ich habe im Spezialistenbonus nach einem Kill dann Instant Geist und finde es wichtiger, den Spezialistenbonus einen Kill früher zu haben, als ohne Abschüsse Instant Geist zu haben. So, KRD, ihr seid resistenter gegen Sprengstoffe. Kampfgestillt, ihr seid resistenter gegen Taktikgranaten, also Blend- und Betäubungsgranaten. Und EMP-Effekte durch die EMP-Drohne ist auf jeden Fall wichtig, falls ihr so richtig gegen die Gegner vorgehen wollt. Einfach nur One-Man-Army. Und das werdet ihr auch einfach nur mit der Klasse, denn bei 3 Abschüssen habt ihr dann alarmiert freigeschalten und bei 5 kaltblütig. Alarmiert, ihr seht einfach, egal aus welcher Distanz euch Gegner angucken, euer Bildschirm fängt an gelb zu werden und das ist auf jeden Fall richtig sick, denn dann rennt ihr einfach nur so schnell wie möglich in Deckung und ihr wisst, an diese Position begebt ihr euch erstmal nicht mehr, da euch dort ein Gegner abwartet. Kaltblütig, wichtig, falls ihr nicht von Streaks aus dem Himmel abgeschossen werden wollt. Aber mit 7 Kills habt ihr dann sowieso alle Aufsätze und könnt easy auf Nuke gehen. Also seid bestens vorbereitet.
da ihr dem Spezialistenbonus dann auch alle Extras auf eure Waffe habt und das ist auf jeden Fall richtig sick. Primär habe ich die Nahrungsmine, Claymore wurde ja heute genervt und als Taktik den Stim. Übrigens zum heutigen Patch beeinträchtigt die M4 ein wenig, hatte die Folge, dass die M4 jetzt ein bisschen mehr Rückstoß hat und ein bisschen weniger Schaden macht, aber wirklich nur ganz wenig, kaum bemerkbar, M4 ist trotzdem noch insane, Jungs, und ich werde sie auch genau so weiterspielen und auf die nächsten Nukes mit der Waffe gehen. Habt ihr wahrscheinlich gerade schon im Intro gesehen, als ich die Nuke mit der Waffe hier gespielt habe, lief das auf jeden Fall richtig gut mit den Aufsätzen. Das war's dann auch schon mit dem knackigen Class-Setup zur M4A1. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Waffe ihr im nächsten Video sehen wollt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Droppt auf jeden Fall ein Like, falls es euch gefallen hat. Ich bin an dieser Stelle erstmal raus und wir hören uns im nächsten Video.